Willkommen zurück zu Scratches. Ja, Freunde, endlich geht's weiter. Sorry, dass ihr warten musstet. Ja, warum musstet ihr warten? Wir hatten ja Halloween-Woche. Und natürlich hatte mein primärer Kanal, ja, seine Prioritäten. Da wollte ich definitiv, den Upload-Plan mehr oder weniger einhalten. Ist mir ja auch unterm Strich relativ geglückt mit ein paar Nachzügler, aber was soll's. Jetzt auf jeden Fall werde ich hier ein bisschen nachholen. Ich werde wahrscheinlich Doppelfolgen bringen hier auf dem Retro-Kanal. Also sorry fürs Warten, aber ich denke, das ist eine nette Entschädigung. Ja, und es hat was Gutes gehabt, denn das letzte Mal haben wir ja so übelst rumgefailt. Und das lag auch mehr oder weniger daran, weil ich ja relativ am Stück aufgenommen habe. Das heißt, ich konnte nicht wirklich auf euer Feedback eingehen, aber jetzt kann ich das. Und vielleicht müssen wir ja doch nicht großartig rumcutten, weil wenn ich weiterhin so tolle, dezente Tipps von euch bekomme, dann werde ich vielleicht dieses Spiel doch noch irgendwie meistern. Unter anderem hat mir die liebe Felux Tipps gegeben. Und danke nochmal dafür, vor allem, weil das auch schöne, dezente Tipps sind. Also, ich mag es natürlich nicht, wenn man mir direkt die Antworten sagt oder so, einfach so Tipps, ne? Was Tipps nun mal sind. Und das finde ich super. Ja, und sie hat mir einen Tipp gegeben, dass ich doch nochmal in eine gewisse Schublade gucken soll. und ich glaube, ich weiß auch, welche gemeint ist und da müsste ich aber erstmal meine Küche finden. Und ich latsche anscheinend in alles andere, nur nicht in meine eigene Küche. Mann, oh Mann, oh Mann. Die war irgendwo da hinten, Mensch jetzt. Darf ich auch nicht so viel blubbern, sonst verlaufe ich mich wieder. Also, jetzt gehen wir da durch. Da hätte ich durch die blaue Tür jetzt müssen. Ach, ich muss sowas nur mal merken können. Aber ich glaube, ich bin jetzt langsam richtig. So, da werde ich nämlich irgendeinen Hinweis bekommen. Und dann, wollte ich noch was bei einer Tür checken. Aber jetzt erstmal. Ja, genau, hier will ich rein. Denn da ist diese Schublade. Da habe ich eventuell was übersehen, wurde gemeint. Deswegen, genau, da wo ich den Bleistift her habe, das ist schon mal die richtige. Das ist ja dieses, das Buch da, das haben wir uns schon angeguckt. Hopp, geh weg. Ich will dich nicht angucken, geh weg. So. Da, da ist noch ein Foto. Ja, das ist definitiv die Küche und ich kenne den Ort, da hängt ein Schlüssel. Aber, bei mir hängt kein Schlüssel, da bin ich mir sicher. Diese Vase, vielleicht sollte ich mal die Vase checken. Dies ist ein altes Bild der Küche, die ich gerade verlassen habe. Ja, vielleicht ist der Schlüssel in die Vase gefallen. Das könnte doch sein. Das will ich überprüfen. Da gucken wir doch gleich mal. So, da hinten ist es, aber wie wir sehen, ja super, kein Schlüssel. Aber auch keine Vase. Wo ist denn die Vase hin? Nur ein gewöhnlicher kleiner Tisch. Ein Schlüsselhalter, aber es hängen keine Schlüssel dran. Toll. Willst du meinen haben? Guck mal, ich hab noch einen. Der Schlüssel passt dort nicht. Dann ist es ja ein toller Schlüsselhalter. Okay. Ja, und ich soll nicht so kompliziert bei Türen denken, wurde mir auch gesagt. Aber gut, die ist abgeschlossen. Also ich denke, hier werde ich definitiv den Schlüssel benötigen. Okay, und wir suchen eine Vase. Die war so gestrichelt, ne? Die hatte so Linien. Ab sofort halte ich Augen auf nach einer Vase. Ich könnte sein, ich, keine Ahnung, könnte natürlich sein, dass ich total auf dem Holzweg bin, immer wieder. Aber ich muss jetzt eh erstmal wieder hochschlappen. Da, die ist zwar ein bisschen gestrichelt, aber die sieht anders aus. Die wird es nicht sein. Außerdem habe ich die gecheckt. Beziehungsweise erst jetzt, wo wir das Bild kennen, könnte es natürlich sein, dass wir in einer Vase etwas finden. Das ist natürlich möglich. Na gut, aber ich will jetzt erstmal ganz nach oben. Da waren nämlich definitiv noch zwei Türen, die, glaube ich, nicht abgeschlossen waren. Als dezenter Tipp, ich soll bei Türen vielleicht nicht so kompliziert denken. So, also die war definitiv zu. Die Tür scheint fest zu klemmen. Aber ich habe gedacht, diese Spielereien hier habe ich alles probiert, ne? Nein, damit kann ich mich verletzen. Oh mein Gott. Ich habe kein Bedürfnis, darauf zu schreiben. Komm, probier's nochmal mit dem. Vielleicht ist das ja so ein ganz geheimer Generalschlüssel.
Nein, das wäre natürlich so schön. Am ehesten müsst ihr ja damit gehen. Nein, geht nix. Warte mal, kann man vielleicht lauschen? Schade. Warte, da, an der Klinke irgendwie das Reimfriemeln. Ich kann nichts Ungewöhnliches hören. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Gut, dann probieren wir es halt bei der anderen Tür. Oder soll ich nochmal hochgehen? Oben war ja auch gar nichts, ne? Das war auch seltsamer. Probieren wir es jetzt erst hier nochmal. Hier ist es ja, aber ich kann durch den Schlüsselloch auf der anderen Seite einen Schlüssel stecken sehen. Genau, da habe ich ja schon hier rumprobiert. Unter der Tür erkennt man ein helles Licht. Mensch, aber ich habe es so mit dem Zeug schon probiert. Warte mal, was haben wir hier? Die meisten überall Ohrgeschosse. Ah, ich hätte einfach nur die Zeitung nebenan nehmen sollen, oder soll ich das jetzt lesen? Warte mal, ich lese erstmal. Nur ein Stück Zeitung, das ich eingesteckt habe. Okay, super, das passt doch jetzt garantiert durch den Schlitz. Wie gesagt, also ich finde das ein bisschen blöd, dass man hier weder Türschlitz noch Licht sieht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da ein Schlüssel reinpassen soll, aber den Trick kennt man ja aus sonst welchen Filmen oder auch Spielen. So, und jetzt kann ich das Ding doch hoffentlich mal hier... Endlich habe ich den Schlüssel auf der anderen Seite herausgeschoben. Ja, dann her damit. Ich ziehe am Papier und der Schlüssel bleibt an der Tür hängen. Super. Wer hat nur behauptet, dass dieser blöde Trick funktioniert? Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Genau den Mist. Jetzt ist es unmöglich, an den Schlüssel zu kommen. Super. Oh, jetzt habe ich gedacht, hier, ich komme endlich weiter und jetzt sind nämlich auch meine Tipps leer. Oder nee, ich könnte noch Vase suchen gehen in diesem riesigen Haus. Ja, super. Das macht ja auch so Spaß. Ich will endlich, dass Nacht wird. Ihr habt mich so heiß gemacht, das Spiel wird so scary, wenn Nacht ist. Und ich krieg davon nichts mit, so lasst mich mal überlegen. Komm, wir fangen jetzt einfach an, da das aufzubohren. Ja, er kann sich damit verletzen. Wieso hast du es dann überhaupt mitgenommen? Guck's dir mal an. Nichts Außergewöhnliches. Verbrenne einfach die Scheißtür. Gibt's nicht, ne? Ist dahinter was? Jetzt will er auch gar nicht mehr durchs Schlüsselloch gucken. Man kann ihn... Komm, versuch... Komm, mach mal. Jetzt ist es unmöglich, an den Schlüssel zu kommen. Du sollst das einfach aufbrechen, irgendwie. Der Schlüssel passt nicht. Ach, er ist einfach unfähig. Ich könnte noch mal mit meiner Zeitung... Jetzt ist es unmöglich, an den Schlüssel zu kommen. Ja, du mich auch, ey. Toll! Super, jetzt kann ich in diesem riesigen Haus eine Vase suchen, die eventuell noch nicht mal was zu bedeuten hat. Ich bin begeistert. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich und Adventures, ich sag's euch. Hab ich die Fenster schon mal aufgemacht? Okay, also obwohl ich null Peil hab, sehen wir wenigstens mal was Neues. Bisher zumindest. Ja, super. Lass ich doch das Fenster mal offen stehen. Ah, dass hier nix ist, ne? Ah, noch ein Fenster, komm, mach auf. Vielleicht fällt mir irgendwas Spannendes auf hier. Nö, leider nicht. Ich kann auch nicht rausstiefeln. Wäre auch ein bisschen, tödlich. Ja, der große Riss. Jetzt ist das Fenster ja wieder zu. Ach nee. Dich kann ich auch noch öffnen? Nee, du bist irgendwie zu weit, von mir entfernt, wenn ich noch einen Schritt laufe. Dann, nein, du bist nicht mein Fenster. Nö, okay, dieses Fenster muss anscheinend geschlossen bleiben. Ja, toll. Ich bin ja so begeistert. Sag mal, habe ich sowas wie eine Hotspot? Ne, dann läuft er nur schnell. Okay, ich habe keine Hotspot-Anzeige. Hätte ja sein können. Jetzt liegt der Schlüssel da. Nee, komme ich nicht ran. Kann ich ja vergessen. Mit den Fingern will er auch nicht dran rummachen. Erkennt man helles Licht. Mann, oh Mann. Jetzt kann ich überall eine Vase suchen gehen. Na, vielleicht sollte ich dann doch mal cutten. Das kann ich euch ja nicht antun, jetzt schon wieder hier ewig lang rumzuhängen. Nur ein blödes Teil zu suchen. Manche sind ja nicht so, ja, glücklich über, wenn ich cutte, aber... Naja, ihr kennt mich. Ich mache das wirklich nur, wenn ich am Rande der Verzweiflung bin oder so. Und wir haben erst in den letzten ein, zwei Parts ultra lange gehangen. Ach nee, ein Tipp wurde mir noch gegeben. Jerry.
Jerry gibt gerne mal Tipps. Also den kann man ruhig öfters anrufen. Dann möchte ich diesen letzten Tipp noch gerne ausprobieren. Was war ich mit der Tür? Naja, das geht auch auf, okay. Ach ja, hier war ein Bad. Aber ist hier eine Vase oder so? Wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, ich lasse euch auf jeden Fall noch mit drauf, bis wir mit Jerry gesprochen haben. Je nachdem, ob mir der Typ hilft oder nicht, sehen wir dann weiter. Da oben in meinem Zimmer war keine Vase, glaube ich. Was war da? Das Mädchenzimmer, da war auch nichts Sinnvolles. Und was war in dem anderen Gebäude? Ach ja, die Masken und so. Vielleicht war da eine Vase, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da möchte ich mal kurz gucken. Ja, das sind Vasen, aber nicht die richtigen. Jo. Das ist Pech. Ja, gut. Na gut. Gehen wir runter. Mit Cherry sprechen. So. Moment mal. Ich glaube hier lang, oder? Yay, ich habe auf Anhieb meine Küche gefunden. Ich bin so unglaublich gut. Ja, weil ich will auch kurz in die Küche. Ich will noch mal kurz in in den Raum da hinten, ob da vielleicht eine Vase war. Vielleicht ist die ja gar nicht so weit weg. Oder vielleicht steht sie wirklich draußen. So, aber hier ist keine. Und was war hier hinten noch mal? Ach ja, diese Bilder. Vielleicht geben die mir ja auch Tipps. Könnte doch sein. Ja, da ist die Tür offen. Ich gucke mir die Bilder jetzt nochmal in Ruhe an. Vielleicht sollte ich auch mal in die Brunnen jetzt starren, jetzt wo ich dieses Bild kenne. Vielleicht sind das alles Tipps. Ich weiß nicht. Das ist zum Beispiel kein Tipp, das ist nur ein Ort. Irgendwo da hinten. Das da genauso. Wäre doch toll, wenn es jetzt ein Bild gäbe, wo die Vase abgebildet ist. Das wäre super freundlich. Ja, mein Haus. Toll. Super. Bringt's mir volle Kanne hier. Kann ich das Wasser nicht irgendwie ablassen? Ja, das Badezimmer wurde wirklich ein bisschen zweckentfremdet. Aber was soll's? Die haben ja noch mehrere. Okay. Jetzt aber wirklich zu Cherry. Oder noch schnell rausgucken. Ja, ich merke schon, wenn ich so weitermache, dann ist der Part wieder rum. Aber nee, draußen waren doch keine Vasen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist, wenn ich hier nee, mit meinem Zeitungspapier irgendwas anderes machen? Glaube ich auch nicht. Ich muss mit Jerry reden jetzt. Oder vielleicht ist Barbara? Hieß sie Barbara? Ja, ne? Vielleicht ist sie fertig mit meinem Brief, auch wenn das unrealistisch wäre, weil ich eigentlich zeittechnisch nichts getan habe. Oh Mann. Na gut, wir haben ja noch Zeit und ich werde jetzt wirklich nur noch zu Jerry gehen und notfalls dann halt doch einmal ausnahmsweise cutten. Okay, hier ist sonst nichts. Keine Vase. Zumindest nicht die richtige. Wie schaut's hier aus? Auch keine. Okay, wir sind so gut wie beim Telefon. Das ist auch nicht die richtige. Okay, Telefon, lass hören. Ich brauche einen Tipp, Jerry. Na toll! Super! Was für ein Tipp. Barbara. Barbara habe ich schon oft genug genervt. Und so viel verdient sie bei mir auch wieder nicht. Ich rufe jemand ganz anderes an. Okay, vergiss es. Okay, nein, ich will schon im Spiel bleiben. So verzweifelt bin ich auch noch nicht.
Okay. Dann bleibt mir wirklich nur noch Vase suchen übrig. Ne? Was war denn hier nochmal drin? Jo. Schön. Kenn ich ja auch schon. Ja, draußen war auch nix. Gut, das führt zu nix. Ich laufe nur im Kreis, wie man merkt. Ich werde noch... durch die eine Tür möchte ich noch schnell gucken. Wäre jetzt ärgerlich, wenn ich einen Cut mache, in den nächsten Raum gehe und die Vase sehe. deswegen, ich würde gern... Na gut, bringt ja nix. Oben war ich ja auch schon, draußen. Nee. Kurz mal hoch. Mir da noch irgendwas auffällt. Von der anderen Seite. Mein eigenes Zimmer, mein Zimmer, mein Zimmer. Na gut, Leute, es hat keinen Sinn. Ich bin verzweifelt. Selbst eure doch so wertvollen Tipps haben mich nicht weitergebracht. Zumindest nicht so richtig. Ich habe einen Schlüssel zum Fallen gebracht. Das war's. Ich bin echt ein Noob, ey. Na gut. Ich gehe dann mal weitersuchen und sage bis gleich. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe die richtige Vase gefunden. Wie ich, glaube ich, am Anfang meinte, die ist es nicht. Ja, damit habe ich auch recht. Aber schaut euch die mal an. Die sieht schon eher verdächtiger aus. Vor dem Westfenster stehen mehrere Waren. Das finde ich jetzt auch so mies. Schaut mal, wo ich drauf geklickt habe, ja? Und dann kommt nichts. Aber rein zufällig habe ich eben bei meiner Suche auch ein bisschen höher, nämlich natürlich in das Loch der Vase, reingeguckt. Und siehe da. Da ist er. Der Schlüssel. Mensch, jetzt aber. Jetzt will ich nicht mehr hängen hier. Und ich will auch nicht mehr cutten müssen. Böse Vase. Sowas macht keinen Spaß. Gut, jetzt sind wir einfach mal guter Dinge. Ja, ich muss mich mal aufrichten hier. Moment, ich habe es mir nämlich total gemütlich gemacht. Oh, damit dieses Suchen auch ein bisschen entspannter abläuft. So, aber jetzt hier. Jetzt will ich was Neues erleben. Gucken, ob das überhaupt der Schlüssel für diese Tür ist. Der goldene Schlüssel passt in das Schloss. Hey. So, Freunde, es geht in den Keller. Warum gehen wir in den Keller? Weil wir Strom wollen. Da beginnt auch schon gleich eine unheimliche Musik. Eine richtig unheimliche Musik. Hier ist es schrecklich kalt und feucht. Ich will hier nicht lange sein, so viel ist sicher. Es sind ein paar uninteressante Kisten. Oh Mann, die Musik wird immer lauter. Hier steht ein riesiger Heizkessel. Bei dem Anblick wird mir unbehaglich. Er hat etwas Bedrohliches an sich. Ich will hier raus. Das wird hier immer heftiger mit der Musik. Da, mach mal schnell. Die Atmosphäre ist gruselig und klaustrophobisch, ja. Da gebe ich dir recht. Im Inneren ist der Heizkessel so dunkel wie der Schlund eines Wolfs. Ich will jedenfalls nicht länger als nötig in seiner Nähe sein. Alles klar, ich krieg gerade echt eine Gänsehaut. Hier steht ein riesiger Heizkessel. Mit dem Anblick wird mir unbehaglich. Das sieht bedrohlich aus. Wo ist denn hier jetzt der Sicherungskasten? Oh ne, geht's noch tiefer? Moment. Erstmal hier checken. Hoffentlich werde ich diese Kisten nicht herumschieben müssen. Nein, das glaube ich nicht. Ich guck mal, ist das hier. In dem Beton ist ein Gullideckel. Tja. Ich habe nichts, um das zu öffnen, oder? Da bräuchte ich irgendwas Großes, denke ich mal. Das Ventil klemmt fest und lässt sich nicht bewegen. Interessante Kisten. So, jetzt endlich aber hier das, was wir brauchen. Zack. Na toll. An den Sicherungen scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. Und warum haben wir dann keinen Strom? Gute Frage, ne? So, ist hier sonst noch etwas? Hier kann ich nichts mehr machen.
ihr will er nichts machen. Plötzlich spürte ich einen eisigen Luftzug im Genick und mir wurde bewusst, dass ich den Keller so schnell wie möglich verlassen will. Okay. Okay, alles klar. Kein Problem. Ich weiß ja nicht, ob man in dem Spiel sterben kann oder so. Aber wenn der mir jetzt sagt, er will raus, dann gehen wir raus. Oh Mann. Oh Mann. Das war... gruselig. Aber wir haben immer noch keinen Strom. So, aber ich denke, jetzt darf ich Jerry anrufen. Wenn es nämlich das nicht ist, was dann? Kurz nachdenken. Ja, in die Richtung. Auf zum Telefon. Eigentlich hat es was Gutes, dass ich die Vase nicht sofort gefunden habe, für mich persönlich, weil ich konnte mich somit mal wieder richtig mit dem Haus befassen und mit seinen Räumen, wo was ist. Ich habe das ein oder andere ja schon fast wieder vergessen und ich denke, da werde ich jetzt deutlich schneller vorankommen, wenn jetzt das nächste Rätsel oder so kommt. Ja, ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Aber jetzt brauche ich erstmal Jerrys Hilfe. Ich hoffe, er ist da. Jerry, die Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Es ist wohl doch alles etwas komplizierter. Verstehe. Was soll ich denn jetzt machen? Hol dir doch ein paar Kerzen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ist es. Ich rufe den Kerl gleich an, aber er wird bestimmt nicht vor morgen vorbeikommen können. Er ist eigentlich schon heute nur rausgefahren, um mir einen Gefallen zu tun. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Mir ist bei dem Gedanken nicht wohl, hier im Dämmerlicht herumzulaufen. Ich kenne mich im Haus nicht aus. Michael, ich bitte dich. Wo bleibt dein Sinn für Abenteuer? Das ist, als würde man im vergangenen Jahrhundert leben. Ein exquisites viktorianisches Haus. Bei Kerzenlicht. Was gebe ich dafür, an deiner Stelle zu sein? Danke, aber ich habe meinen Sinn für Abenteuer in London zurückgelassen. Ich will hier arbeiten. Dann tu's doch. Was willst du noch mehr? Jetzt hast du die Gelegenheit, einen deiner historischen Romane aus erster Hand zu erleben. Sehr witzig. Sieh zu, dass dieser Kerl so bald wie möglich hier ist. Keine Sorge, mach ich. Sieh du zu, dass du ein paar Kerzen findest, bevor es zu dunkel wird. Ja, Kerzen. Bis dann. Nachdem ich das Gespräch mit Jerry beendet hatte, beschloss ich, die Suche nach Kerzen aufzugeben, denn im Haus waren keine. Stimmt, ich habe nämlich im Kopf schon gegrübelt, ob es hier irgendwelche gibt, aber ich habe nur Kerzenständer gesehen, keine Kerzen. Ja gut, du gibst es also auf, das heißt, wir werden heute absolut im Dunkeln vor uns rumsuhlen. Das ist ja toll. Oder wir schreiben einen Roman, so wie es Jerry vorgeschlagen hat. Auf jeden Fall, so wie das klingt, sollen wir jetzt endlich mal in unser Zimmer vielleicht nächtigen. Wir können da auch einfach durchpennen, wie wär's? Dann stört uns die Dunkelheit nicht. Morgen kommt der Techniker und alles ist gut. Das ist der Masterplan des Jahrtausends. Aber zuerst werde ich diesen auch noch aufzeichnen. Ich weiß, dass ich an meinem Buch arbeiten muss, aber vorher will ich mich noch ein wenig umsehen. Hey, du kannst mich mal. Ich habe mich überall jetzt 10.000-fach umgesehen. Du gehst jetzt schlafen. Nein, ist noch zu früh. Och, Mensch, Junge! Und jetzt lassen sie mich wieder allein. Er sagt mir gleich, ich soll keine Kerzen suchen. Das finde ich ja auch sehr nett. Das heißt, er will nicht schlafen. Der Techniker kommt morgen. Das bedeutet im Klartext, ich habe 0 Anhaltspunkte. Ich könnte nochmal in den gruseligen Keller gehen und gucken, ob ich sterbe, wenn ich nicht auf Michael, so heißt übrigens unser Protagonist, wenn ich nicht auf Michael höre. Das wäre lustig. Also es wäre nicht lustig, aber es wäre ein schöner Abschluss für diesen Part. Nein, ich versuche noch... Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit Barbara reden soll. Die kann mich bestimmt nicht mehr leiden, wenn ich so weitermache. Ich hätte jetzt gedacht, die rufe ich erst morgen an, weil der Brief muss ja auch erstmal zu ihr kommen und so weiter. Aber wer weiß. Okay, also bin ich mal wieder hier in meinem Lieblingsraum. Ich werde vielleicht auch nochmal Jerry auf den Keks gehen. Der muss mich ja auch langsam hassen. Ja? Jerry, ich drehe hier noch durch. Ich finde in diesem Haus keine einzige Kerze. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann es nicht glauben. Hast du auch gründlich gesucht? Ja, in allen Zimmern... Schubladen, Kästen, Truhen, nichts. Keine Kerzen. Na gut, hör zu. Die Stadt ist nicht weit weg. Höchstens 20 Minuten mit dem Auto. Wenn du da keine Kerzen findest, dann fresse ich einen Besen. Du kannst deine ganze Besenkammer fressen. Das geht mir langsam auf die Nerven. Komm schon, die Fahrt ist nur kurz. Du weißt doch, wie du fahren musst. Ja, ich hab's auf dem Weg hierher gesehen.
Hast du den vielbeschäftigten Elektriker angerufen, der keine 5 Minuten auf mich warten konnte? Ja, er tut mir wieder einen Gefallen und kommt morgen Nachmittag vorbei. Mehr kann er nicht tun, immerhin ist Sonntag. Das kostet natürlich extra. Das ist mir egal. Ich hab keinen Strom. Ich gehe ihn selbst holen, wenn er nicht auftaucht. Beruhige dich. Fahr in die Stadt, bevor es zu dunkel wird. Sonst wirst du den Weg zurück nicht finden. Ja. Ich muss sowieso Lebensmittel einkaufen. Na also. Viel Glück und fahr vorsichtig. Sicher. Ja Mensch, das klingt doch mal nach einem Plan. Jetzt weiß ich wenigstens, was zu tun ist. Ich verstehe. Ich habe telefoniert, er hat gesagt, such Kerzen. Dann hätte das Spiel eigentlich gewollt, dass ich überall Kerzen suche, aber da wir uns schon so unglaublich geil umgeschaut haben, und überall vor allem, hat er mir gleich die Meldung gebracht, da gibt's keine Kerzen. Und deswegen hätte ich ihn gleich nochmal anrufen können. Warum hat er das nicht gleich alles in einem Gespräch machen können? Nein, mich erst wieder rumgofteln lassen in mein Zimmer. Dabei ist er noch nicht müde, der will sogar noch wegfahren hier. Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt in die Stadt fahren, ob wir uns da auch so schön umgucken können oder ob das jetzt alles relativ automatisch passiert. Das Auto springt nicht an. Toll! Ich habe das Licht angelassen. Du Idiot! Komm, probier's nochmal. Die Autobatterie ist tot. Tja, Freunde. Ach ja, Handschuhfach sollte ich mal überprüfen. Ah, da ist nix. Okay. Tja. Das ist Pech. Ich könnte auch laufen. Ich meine, 20 Minuten. Dann läuft man ein bisschen zu lange. Selbst wenn ich abreisen wollte, zu Fuß geht das nicht. Jerry! Ich hab noch ein Problem. Bring mir mal noch ein neues Auto mit. Beziehungsweise eine Batterie. Ah, das kann ja nicht wahr sein, ey. Das wäre ein Pech, der Kerl hat. Gut, dass er jetzt eine Nacht ohne Strom hat, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Aber, ja, dass wir hier nicht wegkommen, ist eine richtig dumme Sache, ne? Ich glaube, ein Bus kommt hier auch nicht. Jerry. Langsam wird's lächerlich. Lass mich raten, Michael. Jerry, das wirst du nicht glauben. Es ist verrückt. Mein Wagen ist tot. Was? Bist du sicher? Hast du seinen Puls überprüft? Das ist kein Witz. Er ist hin. Mein Freund, das wird ja langsam spannender als die Storylines in deinen Geschichten. Ich weiß, ich bin völlig sprachlos. Ich habe das Licht brennen lassen und jetzt ist die Batterie leer. Alles wegen diesem verdammten Nebel. Jerry, du musst mir helfen. Komm bitte her. Um diese Uhrzeit? Michael, ich kann jetzt nicht nach Northumberland fahren. Aber ich kann doch nicht ohne ein einziges Licht hier übernachten. Ich kenne mich hier im Haus nicht aus. Ich würde mich verirren. Verflixt, ich weiß nicht mal, ob es schon von Geistern befreit wurde. Bist du Schlafwandler, Michael? Du legst dich ins Bett, du schläfst, du wachst auf und hast Licht ohne Ende. Sehr hilfreich. Dabei hast du mir diesen Schlamassel eingebrockt. Also Moment mal. Es ist nicht meine Schuld, dass der Elektriker dich um ein paar Minuten verpasst hat, dass es in einem dreistöckigen Herrenhaus keine Kerzen gibt und dass die Batterie deines Autos leer ist. Schon gut, okay. Hör zu, wann kannst du nach Rothbury kommen? Ich bin morgen früh zu Hause, dann komme ich zu dir. Wir fahren in die Stadt, kaufen ein, setzen uns für den Rest des Tages mit ein paar Bierchen in deinen Garten und warten auf den Elektriker. Ist das ein Plan? Ja, okay. Es gibt keinen Plan B, nehme ich an. Leider nicht. Tut mir leid, ich habe mich ja bemüht, deinen Aufenthalt dort so bequem wie möglich zu machen. Aber manchmal laufen die Dinge eben schief. Offensichtlich. Na gut, ich komme schon irgendwie klar. Ruf mich an, wenn du irgendetwas brauchst. Und, Michael? Ja? Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Werde ich nicht. Versprochen. Wiederhören. Ja Mensch, ich muss da Jerry schon recht geben. Er hat wirklich sein Bestmögliches getan. Es ist jetzt halt alles ein bisschen blöd für Michael, für uns gelaufen, aber na gut. Jerry hat absolut recht und so wie ich schon sagte, dann hast du halt mal kein Licht. Jetzt legst du dich ins Bett und morgen hast du wieder Sonnenlicht. Ist das ein Deal? Ich denke, das ist ein Deal und genau das machen wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Scratchers.